Ich freue mich, seid ihr da. Es ist unsere Premiere. Wir machen es zum ersten Mal. Bis jetzt, wir sind schon 14 Sekunden unterwegs, klappt alles. Wir hocken alle bei uns ja irgendwo daheim, vielleicht sogar noch unterwegs. Und es ist eigentlich eine interessante Sache mit Zoom, mit Online, dass wir, egal wo man sitzt, dass wir einfach zusammenkommen können und diskutieren. Ihr könnt während der ganzen Diskussion, auch ganz am Schluss, könnt ihr uns noch Fragen reintöckeln. Der beste Ort ist vielleicht die E-Mail-Adresse wortwechsel@ounce.ch. Aber ihr könnt auch unter dem YouTube-Stream und ihr könnt auch auf unserer Facebook-Seite, dort, wo wir den Wortwechsel anpreisen, dort drunter könnt ihr Fragen reintöckeln. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir überall mit allen Fragen dort zu Boden kommen bis zum Schluss. Wir haben drei Leute aus dem Vorstand, die hier warten auf eure Fragen. Ich gehe alphabetisch kurz durch. Der Werner Gartenmann. Er hat so ein schönes Poster hinten dran. Er hockt in seinem Büro in Lauterbrunn, in der Geschäftsstelle von der Auns. Was ist das für ein Poster, Werner? Ja, guten Abend miteinander. Das ist ein Poster, das eine Berufsschulklasse im allgemeinbildenden Unterricht gemacht hat zum Thema Schweiz-EU. Das Plakat gefällt mir natürlich, weil unten ist Vorschlag ganz klar Nein zum EU-Beitritt. Und oben, das stimmt eigentlich auch, was Sie geschrieben haben. EU will die Schweiz kontrollieren. Und das wird ja sicher heute im Verlauf unseres Gesprächs auch ein Thema sein. Die Thematik, dass die EU uns gerne hätte, um mit fuchteln. Ich habe immer Freude, wenn junge Leute aus eigenem Antrieb, die sind nicht indoktriniert worden von den Lehrpersonen. Die Lehrpersonen sind ja heute eher, soll man so sagen, Mitte links, würde ich sagen, dass dann so junge Leute auf solche Aussagen kommen, die natürlich stimmen. Hast du heute die Schneeketten müssen anschalten, Werner, zum Geschaffen? Wir haben Wetter heute in Lauterbrunn, oder? Wenn es kalt ist, redet man ja von Wetter. Wenn es warm ist, ist es Klimawechsel, Klimaveränderung. Also, wenn ich zum Fenster raus schaue, schneit es. Es schneit seit dem Mittag. Wir haben ein wunderschönes, weißes Tal. Die Strassen sind weiß. Also, hervorragende Bedingungen, für endlich mal die Winterpneu wieder zu brauchen. Und wie ihr wisst, im Berner Oberland sind die Skigebiete offen. Es gibt auch Takeaways. Sie machen das sehr gut, unsere Bahnbetriebe. Also, beste Verhältnisse im Berner Oberland. Das war jetzt ein kleiner Werbespruch gewesen. Ja, Lukas, am Sentis, dort kann man glaube ich auch Skifahren, oder? Ist dort auch offen? Azmenig oder so? Offen ist, glaube ich, schon. Also, Sentis selber kann man, glaube ich, nicht Ski fahren, aber schön ist es natürlich trotzdem. Und das Wetter bei uns ist also fast so wie in Lauterbrunnen, ausnahmsweise mal. Normal sind sie schon mehr winterlich. Wir haben also jetzt minus 10 Grad, strahlender Sonnenschein. Und ja, 30, 40 Zentimeter Schnee. Also, es ist auch schön weiß hier in Wiel. Schweiz. Lukas, muss ich gar nicht gross vorstellen, Nationalrat, Präsident von Auns und immer viel unterwegs. Zum Beispiel, wo bist du heute gewesen? Ja, also, momentan bin ich auch nicht so Nicht so viel. viel unterwegs. Ich bin heute von daheim aus aktiv gewesen und vor allem beschäftigt gewesen mit der Scheidung. Normal bin ich überhaupt nicht beschäftigt mit so etwas. Das interessiert mich auch nicht gross, aber ich glaube, der Lockdown hat nicht alle Beziehungen gut da. Aha. Bist du, schnelle Frage, bist du selbstständiger Jurist oder einfach angestellt in einer Kanzlei? Oder? Also ich bin lange angestellt in einer Erbrechtskanzlei, die jetzt floriert wie verrückt und natürlich auch gefragt hat, ob ich wieder komme. Aber momentan mache ich nur noch ein paar Mandat, einzelne klar. Anfragen, ja. Ja. Nicola Sita, du kommst das letzte im Alphabet, du bist weit weg in London. Schön, bist du bei uns. Was ist das Wetter in London gerade? Schönen Abend miteinander. Ja, es ist ein bisschen, vielleicht leicht wärmer als in der Schweiz, aber wir haben auch Schnee gehabt, seit langem wieder einmal. Hat es bei uns geschneit. Also wir haben auch, im Zusammenhang, was der Herr Gartenmann gesagt hat, wir haben auch Wetter. Hat ihr die Nicht ganz so Engländer? viel, aber wir haben auch ein bisschen Wetter. Die Londoner Winterpneu dran montieren, die Autos. Nein, das macht nur der Schweizer da, wo. Nein, das ist, die lachen da alle.
Okay. die sehen es nicht ein, dass es sich lohnen würde. Okay. Nein, das habe ich nicht gemacht. Also, ich mache es, aber ich gehöre zu den wenigen. Du bist Professor am University College, University College London, und du hast aber einen ziemlich engen Bewegungsradius, gell? Wie viele Meter? Ich habe noch nie Meter gemessen, aber ich brauche eine Spezialdispens, dass ich kann an die Uni gehen also es läuft alles über Zoom, online. Und heute habe ich in Finnland eine Doktoratsprüfung abnehmen. Aber eben in Finnland bin ich nicht gewesen. Einfach nur kurz reinzoomen. So wie ich jetzt in die Schweiz reinzoome mit euch. Und ja, Finnland ist ja nicht so ein, ist auch ein ruhiges Land, aber ist ein bisschen flacher. Hat nicht so die schönen Berglandschaften wie bei euch. Mhm. Und ja, ist eigentlich alles von Homeoffice bei mir. Und von wegen Reisen, wann bist du das letzte Mal in der Schweiz gewesen, irgendwie bei deinen, weiß nicht, Verwandten oder so? Ja, also das letzte Mal in der Schweiz bin ich eigentlich bei der Mitgliederversammlung und die paar Tage danach. Ja, August. Ich reise, außer das wäre irgendein Notfall. Und das wollte man sich nicht wünschen. Ja. Ja. Schauen wir mal, wir haben ja Online-Themen ein bisschen angekündigt, um die wollen wir uns ein bisschen drehen und so versuchen, dass wir ein bisschen bei diesen Themen bleiben. Der Rahmenvertrag, Migrationspakt, vielleicht ein bisschen Brexit noch und die Abstimmungen vom 7. März. Und da haben wir schon von ein paar Leuten, haben wir schon ein paar Themen im Mail bekommen und es hat... jemand möchte ganz konkret wissen, wo, jetzt ist ja Großbritannien noch draußen aus der EU. Und wie sieht es aus mit der Personenfreizügigkeit zwischen Großbritannien und der EU und auch im Detail noch für uns Schweizer? Also, was sind die Erkenntnisse für uns Schweizer? Was hat sich geändert mit der Personenfreizügigkeit? EU, United Kingdom. Also ich glaube, im Moment ist immer noch, also im Moment sucht sich, glaube ich, das Vereinigte Königreich immer noch ein bisschen den Weg, wie sie es jetzt genau machen mit der Gesetzgebung. Aber es ist jetzt im Rahmen vom Brexit, aber für mich als Schweizer konkret in dem Land weiterleben, muss ich oder haben müssen einen Antrag stellen, zum Niederlassungsbewilligung bekommen. Und das ist alles relativ, eigentlich sehr informell, sehr schnell gegangen. Also informell nicht. Ich habe natürlich müssen Identitätskarte oder Pass angeben, aber es ist relativ unbürokratisch abgelaufen. Und wir haben jetzt alle in der Familie die Niederlassungsbewilligung, das sogenannte Settled Status, bekommen. Also in dem Sinn habe ich jetzt nicht viel Veränderung gespürt bis jetzt. Also vielleicht, wenn ich ergänzen darf, die Schweiz hat natürlich auch schon seit einigen Monaten ein Abkommen mit der UK, wo besagt, dass Personenfreizügigkeit zwischen den beiden Ländern weiterhin gilt. Mhm. Man hat sich vorbereitet in der Schweiz. Ja, also wir sind wesentlich besser vorbereitet gewesen und haben einen dauernden Zustand gehabt, also anders als die Europäische Union. Mhm. Ja. Ja, Nicola, wenn du, eben jetzt gehst halt nicht so aus, aber hast du irgendwie nach dem Brexit leere Gestell gesehen im Supermarkt und so? Hat nein. Leute irgendwie... Nein. Also nicht. Sicher nicht wegen Brexit und auch trotz allen Schwierigkeiten, die jetzt sind mit dem Lockdown, hat sie keine, also mindestens dort, wo ich einkaufe, hat sie keine leere Gestell gegeben. Also die Schreckensszenarien, die man über 4,5 Jahre lang gehört hat, sind mindestens bis jetzt nicht eingetroffen. Es gibt ein bisschen mehr Papierkrieg jetzt, das ist klar. Da hat es jetzt vielleicht ein bisschen Schwierigkeit gegeben für Exportieren. Wie weit das jetzt eingreift für die Firmen, das kann ich nicht so gut beurteilen, wie weit das jetzt schon geht.
wie weit das, das jetzt schon Schwierigkeiten macht, effektiv. Aber also vom, von dem grossen Wirtschaftseinbruch, der kommt, sobald wir den Brexit haben, das kann ich nicht bestätigen. Und so ein bisschen die Stimmung unter deine, in deinem Umfeld, deine Kollegen oder so. Ich meine, eben, man trifft sich leider nicht wirklich. Es ist noch schwierig. Jeder hockt daheim, gell? Aber die Stimmung, so ein bisschen. Ja, gut, also, ja. Also im Umfeld, also wenn wir jetzt Brexit nehmen, ist natürlich jetzt nicht viele in der Universität, die wahnsinnig glücklich sind über den Brexit. Aber also, es gibt jetzt eigentlich auch im Moment gar nicht so, finde ich, einen grossen Grund zur Sorge. Also mindestens was jetzt Mitmachen bei der EU-Forschung beinhaltet, hat sich das jetzt scheint schon bereits geregelt. Also wir können weiterhin beim EU-Horizon-Programm mitmachen. Also diesbezüglich ist jetzt auch nicht so eine schlechte Stimmung, auch an der Universität nicht. Mhm. Ja, da haben unsere Journalisten ein Argument weniger, wo sie darauf herumrennen können. Ist halt schwierig, oder? Also man arrangiert sich in dem Fall. Und ja. Ja, also ja. Was mich beeindruckt, ist natürlich auch, wie schnell das jetzige das Vereinigte Königreich oder eben Großbritannien einen Freihandelsvertrag hat können abschliessen. Also es hat ja jetzt auch eins abgeschlossen mit dem pazifischen Raum. Es ist auch mit Japan über die Bühne relativ schnell. Natürlich die Schweiz, wie der Lukas ja schon gesagt hat, schon lange. Wie ist die Situation mit China und Hongkong? Ist ziemlich angespannt, oder? Ja, das ist jetzt natürlich ein Themenwechsel auf eine Art. Aber, ja, nein, Sie haben ja, also wir haben ja dort einen Freihandelsvertrag, darum bin ich jetzt... Ach so, ja, das weiss ich jetzt also nicht. Also dort können Sie wahrscheinlich im Moment nicht viel machen, so wie die Lage ist, oder? Also Thema Hongkong ist eher das Thema, ob jetzt die Hongkong-Chinesen können, aufgenommen werden in Großbritannien oder nicht. Das ist jetzt, glaube ich, im Moment Aktualität. Das mit dem Freihandel ist mir jetzt nicht einmal so klar gewesen, was dort läuft. Ja. Kommen wir zu unserem Rahmenvertrag. Dort fragt sich der Jakob Blattmann. Also er sagt auf einmal, darf auf keinen Fall unterzeichnet werden, ist ja klar. Aber er fragt sich ja, wo ist denn genau der Ball? Wenn jetzt der Bundesrat mehrheitlich sagt, ja gut, der Rahmenvertrag ist gut, kann das Parlament den überhaupt stoppen? Oder hat das Volk das letzte Wort? Und wenn das Volk das letzte Wort hat, wie gross ist die Gefahr, dass das Volk nachher wieder mal einfach hintergangen wird? Man muss so sagen, hintergangen wird. Einfach der Volkswille wird vielleicht ein zweites Mal nicht beachtet. Also so, wo ist der Ball im Rahmenvertrag? Und wo sind welche Chancen für einen Stopp? Vielleicht Lukas. Also man muss vielleicht klar unterscheiden zwischen dem Migrationspakt und dem Rahmenvertrag. Ja. Beim Rahmenvertrag dort ist klar, das hat rechtliche Änderungen und Auswirkungen auf die Schweiz. Und zwar massive. Und darum müsste es obligatorisch im Parlament und auch im Volk, obligatorisch würde ich sagen, vorgelegt werden. Warum sagst du «müsste»? Ja, weil in der Bundesverfassung geregelt ist, dass internationale Verträge mit grosser Auswirkung auf die Rechtssetzung, und das hat ja der Rahmenvertrag, dass die im Parlament vorgelegt werden. Und der Migrationspakt, jetzt einfach zum Vergleichen, jetzt sagt man, das sei Soft Law, das direkt, hat keine Auswirkungen, höchstens indirekt. Und darum müsste der Bundesrat, das hat er letzte Woche auch so bekannt gegeben, müsste es nicht einmal im Parlament vorlegen, selbst wenn das Parlament nochmal Nein sage. Er könnte das trotzdem unterzeichnen, was natürlich schon eine riesige Frechheit wäre. Also der Rahmenvertrag, den können Sie fast nicht uns im Souverän vorbeimogeln, sagst du. Das werden Sie nicht schaffen. Das also kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein zu krasser Bruch. Sie brechen die ab und zu mit der Verfassung und mit dem demokratischen Recht. Aber also so einen krassen Bruch können Sie nicht machen. Da müsste schon Mehrheit haben im Parlament und dann entsprechend im Volk. Und ich glaube, die Mehrheit ist nicht mehr so gesichert, wie sie es auch schon hatten. Ja, der Kurt Schäfer fragt,
wie die ANS sich zur neuen Front gegen den Rahmenvertrag stellt. Also was ist so ein bisschen die Meinung von ANS? Und er meint da Kompass Europa, er meint wahrscheinlich auch Autonomie Suisse und so. Und wenn da wird auch nicht eine Antwort kommen von der ANS, die ANS sagt das, sondern die ANS hat einzelne Leute im Vorstand und jetzt haben wir drei hier am Bildschirm. Und, aber der von diesen drei Leuten möchte ich schnell ein bisschen hören. Gute Sachen, die neuen Organisationen. Werner? Das ist eine hervorragende Sache. Die sich daran erinnern, an die Abstimmung über den EWR, den Eintritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 1992, haben wir ja auch viel Komitee gehabt. Wir hatten sogar grüne Kader dagegen. Sie waren breit aufgestellt. Und das war jetzt beim Rahmenabkommen lange nicht so gewesen. Es war eigentlich nur die ANS, das C&O-Komitee und die SVP. Und sonst war niemand rum. Und jetzt kommen Unternehmer aus Unternehmerkreisen, kommt jetzt der Widerstand. Und das ist hervorragend. Also das darf man nie als Konkurrenz zur Partei oder zu der ANS sehen. Im Gegenteil. Und das Unternehmerkomitee, das von Zuckerunternehmern geführt wird, die sagen ganz klar, wir sind nicht parteigebunden, sondern wir reden als Unternehmer und als Schweizer Bürger zu dieser Sache und sagen, das Rahmenabkommen darf nicht kommen. Und zwar vor allem aus Souveränitätsgründen. Also ich bin hoch erfreut und bin so zuversichtlich, dass jetzt eine massive Widerstandsbewegung in diesem Land losgetreten worden ist mit den neuen Players, die da auftauchen. Es hätte nichts Besseres können passieren. Also das Ziel hat man auch wieder erreicht, dass doch, darf nicht vergessen, die ANS und C&O-Komitee vom Roger Köppel, den er präsidiert, der schlussendlich der Christoph Blocher ins Leben gerufen hat. Und die SVP, wir haben dauernd von Anfang an gesagt, haben Sorge mit dem Rahmenabkommen, es kommt nicht gut. Wo man nicht den Entwurf kennt, haben wir ja gewarnt und gesagt, das geht nicht, auch mit der Guillotine-Klausel, die da drin ist, mit der zwingenden Übernahme von EU-Recht. Das haben wir immer gewarnt. Wir haben da sicher vorgespürt, dass jetzt so andere Kreise den Wecker gehört haben. Es gibt selbst den Economy-Swiss-Kreis jetzt Leute, die sagen, wir müssen da wahrscheinlich nochmal über die Bücher. Gut, die sind natürlich auch so schlau und merken, sie könnten natürlich dann wieder Abstimmungsloch abgehen. Aber nochmal zusammengefasst gesagt, wiederholt gesagt, eine gute Sache, dass neue Players auf die Bühne treten. Also ich kann mich dem nur anschliessen. Es geht ja am Schluss um die Sache, um die Schweiz und dass die Schweiz weiterhin ein Erfolgsmodell bleibt und nicht um irgendeine einzelne Organisation. Und was Autonomy Swiss und das andere Komitee geschafft haben, ist, dass der Widerstand viel breiter geworden ist. Dass sich jetzt plötzlich auch FDP-Politiker getrauen, zum öffentlich Stellung nehmen, wie der Thierry Burkhardt gegen das Rahmenabkommen. Das auch nicht vergessen, wichtig, dass auch Gewerkschaften nach wie vor einen kritischen Flügel haben, wie der Meyer, der sich dagegen geäußert hat. Und mit so einer breiten Front gegen sich, da werden die EU-Turbos fast keine Chance haben. Man darf natürlich jetzt nicht sich zurücklehnen und nichts mehr machen, sondern wir müssen genau diesen Weg weitergehen, weil sonst kommen sie sofort wieder. Aha, genau. Jetzt haben wir mehrere Organisationen. Tom, die Frage war ja noch, wo steht das Ganze jetzt? Oder das ist ja eigentlich schon verrückt. Jetzt hat man jahrelang verhandelt. Im Moment ist die vierte Unterhändlerin in diesem Dossier, die Frau Lei heisst sie, glaube ich. Das erste Mal Frau, aber ist die vierte Unterhändlerin, die man jetzt nach Brüssel geschickt hat. Das ist ja wahnsinnig. Die vierte Person, die das gleiche Dossier muss betreuen. Und der Bundesrat, also es ist für mich erschreckend, was der Bundesrat gesagt hat, dass man einfach sagt, über die Souveränitätsfrage, sprich über den Gerichtshof der Europäischen Union, der das letzte Wort wird haben in Streitfällen, über das reden wir gar nicht mit der EU. Wir reden ein bisschen über die Unionsbürgerrichtlinie, wir reden ein bisschen über die Subventionspolitik und wir reden ein bisschen über flankierende Massnahmen. Also für mich ist das haarsträubend, dass eine Regierung die Souveränitätsfrage nicht auf den Tisch legen will. Und eigentlich hat sich der Bundesrat, die Bundesratsmehrheit, hat sich in dermaßen in eine Sackgasse hineinmanövriert mit diesen Verhandlungen. Dass es eigentlich eine absolute Grösse wäre von einer Bundesratsmehrheit, wenn wir sagen, Stopp, Abbruch, Konsequenzen tragen, die werden nicht so schlimm sein. Die Schweizer Geschichte zeigt, man hat immer ein bisschen Konsequenzen gehabt, wenn man rebelliert hat und das Ganze neu aufgelesen. Aber der Salat, den wir im Moment haben, das kommt nicht gut und ich bin überzeugt, dass die Schweizer Bürgerinnen und Bürger das merken, dass hier ein riesen Salat
abgezettelt worden ist, dass man das muss, dass man das muss besenken. Schön wäre, wenn der Bundesrat einsichtig wäre. Ich glaube zwar nicht, Politik ist selten einsichtig, aber der Bundesrat sollte einsichtig sein und die Übung abbrechen. Also kann er jetzt noch abbrechen und das Gesicht trotzdem wahren? Kann er das Gesicht wahren? Das ist, mir als Bürger ist das gleich, ob er das Gesicht wahren nicht. Er hat sich die Soße selber eingebrockt. Mhm. Aber zurückziehen kann er natürlich. Dann wird die EU natürlich möffeln und wird verrückt sein. Das kennen wir ja alles. Oder? Aber das wäre nie so schlimm, wie wenn wir diesen Rahmenabkommen, so wie er vorliegt, würden akzeptieren. Also es ist, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich meine, es war ja schon spannend gewesen, wie der Bundesrat Schneider-Ammann, also Altbundesrat jetzt, der hat sich nie zu dem geäussert, zum Rahmenabkommen, solange er Bundesrat war, hat da mit Mehrheitsentscheid wahrscheinlich mitgetragen. Und nachdem er raus war, ist er dann mit Fakten an die Öffentlichkeit gekommen und hat gesagt, die Souveränitätsfrage ist ganz entscheidend, macht den Rahmenvertrag nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest aktuell 3 von 7 Bundesräten dagegen sind. Und ob dann noch ein 4. dazukommt, das kommt dann wahrscheinlich auf die CVP drauf an. Oder allenfalls jemand von der SP, der von der Gewerkschaft überzeugt wird. Wäre natürlich schön, wenn es so kommt. Ja. Das wäre ideal. Dann hätte ja sozusagen der Brexit ja direkt noch einen Stein ins Rollen gebracht. Irgendwie hat man den Eindruck. Ja. Seht ihr das auch so, dass der Brexit da doch noch ein bisschen Signalwirkung gehabt hat? Also vor allem das Bild vom Brexit in der Schweiz hat sich wieder gewandelt. Eine Zeit lang haben ja unsere Gegner immer so davon geredet, ja, das wäre ein Schweizer Brexit, im Sinn von, das wäre ganz schlecht und unsichere Situation. Und nach der auch für mich nicht, doch überraschenden Einigung, die dann da kurz vor dem Jahreswechsel noch zustande gekommen ist, hat sich das völlig gewandelt. Jetzt sehen die Leute wieder viel positiver zum Brexit. Also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich immer positiv gesehen, den Brexit, aber so das allgemeine Bild in der Bevölkerung. Nicola, ist das Rahmenabkommen, wo wir in der Schweiz heiß diskutieren, interessiert sich London für die Swiss People, wo da ein bisschen, oder liest du ganz selten mal etwas von dieser Rahmenabkommensdebatte? Ja, aber das ist jetzt also wirklich selten. Mhm. Weil, ich meine, ist ja klar, mit der Aktualität, die jetzt läuft, ist das schon mal nicht so. Also eben, ist das jetzt nicht so ein Thema, der Brexit ist das grössere Thema. Mhm. Aber Leute, die, sagen wir, positiv eingestellt sind zum Brexit, haben schon natürlich auf die Schweiz hingewiesen. Und es hat schon Leute gegeben, die sich bewusst waren, dass auch die EU gegenüber der Schweiz drangsalisieren tut, dass sie das nicht nur gegenüber dem Königreich gemacht hat. Aber es ist schon, das ist jetzt schon nicht gerade ein kleiner Ort. Also, wo wir an der Demo in London waren mit den Nouns, Schockgäste, Roten und dem Schweizer Kreuz, sind wir also manchmal gefragt worden, die Schweiz ist gar nicht Mitglied von der EU. Ja, eben. Wann seid ihr an dieser Demo? Wann war das, Lukas? Oh, Werner, wann ist das? Ja, schon ja, das ist Ende Januar, Anfang Februar, vor einem Jahr gewesen, sind wir an dieser Brexit-Welle. Und dort konnten wir noch fliegen, mit einer ohne Maske, der ist noch heile Zertifikat. Oder was einfach beim Brexit-Deal wichtig ist, das ist etwas in die Rolle gekommen, vor allem in FDP-Kreisen. Sie haben gemerkt, auch in Unternehmerkreisen, sie haben gemerkt, das ist der britischen Regierung unter Boris Johnson gelungen, den Gerichtshof der Europäischen Union als letzte Instanz bei der Auslegung von Rechtsfragen, Rechtsstreit, dass man den weg hat. Das hat er fertig gebracht. Und wir haben im Rahmenabkommen, zwar total brutal drin, oder? Und das hat, glaube ich, schon weite Kreise die Augen geöffnet, der Gerichtshof, den ich wirklich als absolutes No-Go anschaue, für eine direkte Demokratie und für ein souveränes Land wie die Schweiz ist, der hat jetzt die Augen geweckt und es ist offenbar möglich, wenn man geschickt und hartnäckig und mutig verhandelt mit Brüssel, dass man wichtige Ziele erreichen kann. Und das hat, ich wiederhole mich da, das hat unsere Regierung nicht hergebracht. Ja, also das ist schon, den Eindruck hätte ich auch. Also, das ist jetzt länger seither, Sommer 2019, am Ausland-Schweizer Kongress, wo ich teilgenommen habe. Und
SVP international vertreten habe, war auch in der Diskussionsrunde gewesen. Ja, also ein besserer Vertrag als der Rahmenvertrag wird es nicht geben, ein besserer Vertrag als der damalige Brexit-Vertrag wird es nicht geben. Die EU hat ja schon gesagt, sie höre auf verhandeln. Also es ist schon eindeutig anders gekommen und es ist bessere Verträge sind möglich und das ist sicher auch möglich, beim Rahmenvertrag etwas Besseres rauszuholen. Wobei ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Schweiz überhaupt, sage ich jetzt mal ein bisschen so salopp, zwingend jetzt einen neuen Vertrag braucht. Ich denke, der Druck für einen neuen Vertrag oder das Interesse an einem neuen Vertrag ist schon eher auf der EU-Seite und ein bisschen weniger auf der Schweizer Seite, vermute ich mal. Das ist ja ein bisschen ein Rätsel. Doris Schweizer, sie schreibt, es ist für sie ein grosses Rätsel, warum möchten Schweizer in einflussreichen Positionen den Rahmenvertrag? Und dann schlägt sie vor, ist es, weil sie einfach einen schönen Posten möchten haben in Zukunft, Prestige oder lukrative Geschäfte oder sie wollen eine wichtigere Rolle in der Weltpolitik oder möchten in der Innenpolitik in der Schweiz berühmt werden? Negativ. Lauter so, irgendwie so, sind es letztlich irgendwelche persönlichen Motive? Was würdest du sagen, Lukas, der Politiker? Ich würde sagen, es gibt drei Arten von Befürwortern. Die einen sind die Idealisten, die sind vor allem bei der Linken. Die schauen irgendwie die ganze Welt als eins an, machen Politik für alle Bürger auf dieser Welt, während ich mir sage, ich mache Politik für die Schweizerinnen und Schweizer. Und da ist natürlich eine andere Sichtweise, ob du für alle auf der Welt etwas machen willst oder primär für die Leute im eigenen Land. Dann gibt es die Geschäfte machen wollen. Das sind vor allem die globalen Konzerne. Die haben kein Interesse, dass jedes Land eigene Gesetze, eigene Gerichte, eigene Regeln hat. Die möchten am liebsten weltweit einregeln für ihren globalen Konzern. Und die haben natürlich dann, die haben auch finanzielle Mittel und Möglichkeiten. Und die Dritten sind wahrscheinlich wirklich die, das sind dann vor allem Nationalräte, die dafür sind, wo vielleicht sehen, was man im EU-Parlament verdient und vielleicht auch mal gerne am Tisch würden hocken mit den ganz grossen Politikern in Europa und dabei völlig vergessen, dass sie am Schluss Volksvertreter sind und nicht Vertreter von irgendeiner Behörde in Brüssel. Man muss ja schon sehen, der springende Punkt ist sicher auch der EU-Binnenmarkt. Das ist in der Tat ein grosser Binnenmarkt, jetzt ohne UK etwa noch 470 Millionen Leute drin. Und die Schweiz exportiert relativ viel, noch knapp die Hälfte. Es nimmt zwar ab, aber immerhin, sie exportiert viel in den Binnenmarkt hinein und hat natürlich schon ein Interesse daran, dass man den Zugang den Binnenmarkt hat und der Binnenmarkt, der Zugang wird ja grundsätzlich vom Freihandelsabkommen von 1972 gewährleistet. Und ich denke, Wirtschaftsverbände, Grosskonzerne, die werden natürlich am liebsten Mitglied sein von diesem EU-Binnenmarkt, weil der natürlich in der Tat weniger Hürden und kann einfach sein Zeug verkaufen und die Leute umschieben und Geld umschieben, damit am Schluss nicht die Rendite stimmt. Oder? Aber wir sagen, der Binnenmarkt Zugang, den müssen wir haben. Aber wir wollen nicht Mitglied, wir wollen ja nicht eine Teilmitgliedschaft im Binnenmarkt haben, weil dann kratzen wir unsere Souveränität und vor allem unseren politischen Mitwirkungsrecht von den Leuten, sprich an der direkten Demokratie. Und irgendein Kommentar hat es ja von einem gesagt, oder? Das Drohgebild ist immer der Binnenmarktzugang. Wie das bei der Waffenrichtlinie der EU, CMS letztes Jahr bei der Begrenzungsinitiative gesehen, uns wird immer droht, wenn wir nicht Ja sagen, was die EU will, dann verlieren wir den Zugang zum EU-Binnenmarkt, dann geht es der Schweiz schlecht, dann verlieren wir den Job. Und das wird, wenn das Rahmenabkommen in dieser Form durchgeboxt wird, von der Bundesratsmehrheit und vielleicht auch vor der Parlamentsmehrheit, wird das auch wieder das Killer-Argument sein in der Abstimmung, dass man sagt, liebe Leute, wir haben gar keine Chance, wir sind so klein, wir brauchen den Binnenmarkt. Wenn wir das Rahmenabkommen nicht akzeptieren, dann können wir nicht exportieren, dann gehen wir auf Deutsch gesagt vor die Hunde. Vor dem habe ich schon noch Respekt. Aber darum ist es genauso wichtig, dass jetzt eben Unternehmer mit all diesen Komitees sich äußern, oder? Ja, weil das entschärft natürlich die Argumentationslinie, die Wirtschaft braucht es und ist dafür. Und wir schauen genau zu, wie es
wie die Briten machen, oder? Jetzt sind die Briten draus, die EU nervt sich, wird ihnen noch möglichst oft einen irgendwie zu Bein ginken. Und jetzt schauen wir ein bisschen zu in England. Und wir werden auch ab und zu bei dir, Nicola, mal reinhören und ein bisschen hören, wie das wirklich bei dir im Alltag in London aussieht. Weil das ist ja nicht unbedingt das, was man im Tagi liest. Und es ist eben cool, können so einen direkten Link zu haben auf London. Klar, noch so gern. Ja. Ja, das Wichtige ist ja, glaube ich, eben gesagt, oder? Die Schreckensszenarien haben einfach nicht stattgefunden. Und das ist eben auch das, was in der Schweiz immer als Argument gebracht worden ist. Und das hat jetzt einfach auch mal im Vereinigten Königreich nicht stattgefunden. Das hat ja schon 1992 nicht stattgefunden. Es wird einfach nicht stattfinden, auch wenn wir den Rahmenvertrag nicht haben. Der Rahmenvertrag, da haben wir ja auf der AUNS-Website das Dossier, wo man jenste Sachen zum Rahmenvertrag und auch den Rahmenvertrag selber, das PDF-Dokument vom Rahmenvertrag selber, sieht. Und da fragt der Franz Christ, gibt es eigentlich eine aktualisierte Version von dem Rahmenvertrag, wo da kommentiert ist worden? Die Weltwoche hat sich dann die viele Arbeit gemacht. Gibt es etwas Aktualisiertes? Ist es immer noch der, der gültig ist, wo man da ja, im PDF hat? Immer noch der gleiche Entwurf und unsere Bemerkungen ist auch nicht geändert. Er fragt dann auch, Franz Christ, gibt es eigentlich so etwas so zum Migrationspakt? Und jetzt wollen wir ein bisschen zu diesem Thema kommen. Gibt es so einen kommentierten Migrationspakt? Also, Downs hat zusammen mit Privatinitiativen, eine ist Patriot in Schweiz und so, hat man ja eine Petition gemacht, dann ist das gewesen, macht es nicht. Eine sehr erfolgreiche Petition gewesen. Dort hat man es eigentlich gut herausgestellt. Ich habe das heute mal vorgenommen, wir müssen das wieder unter die Leute bringen. Ich habe den Vertragsentwurf angeschaut, oder nicht, der Pakt, das ist nicht der Vertrag, der Mal, das ist ja gleich ein Pakt, angeschaut und es hat die wichtigsten Sachen haben wir schon herausgefunden, wo der Hase im Pfeffer liegt. Aber der Franz Christi grüßen, er ist nämlich von Interlaken. Wir müssen die kommentierte Fassung müssen wir machen, unbedingt. Bei dem UNO-Migrationspakt sind wir einfach ein bisschen, auf Deutsch gesagt, ein bisschen im Seichinnen. Wir haben einfach keine richtige Handhabung, den anzugreifen. Wir haben keine Referendumsmöglichkeit, die Initiativen sind wir fast spät. Es kommt jetzt wirklich auf das Parlament drauf an. Das haben wir immerhin fertiggebracht. Ich behaupte, es hat etwas zu tun mit unserer Petition, dass der Bundesrat jetzt den UNO-Migrationspakt ins Parlament bringt. Weil ursprünglich hätte er das gar nicht wollen. Er wollte einfach selber unterschreiben und verabschieden. Und der hat schon auch gemerkt, dass Widerstand um ihn ist. Und jetzt sind wir in deutliche Mehrheit Nein gesagt hat. Ja? Deutliche Mehrheit Nein gesagt hat im Parlament. Ja. Und jetzt liegt eine Botschaft vor und das kommt zu euch, Lukas, ins Parlament. Ja. Und da, gut, ich hoffe, einfach das Parlament sieht sie, aber das müsstest du ein bisschen analysieren, Lukas. Also, ich habe zumindest bis jetzt keine Anzeichen, dass sich meine Meinung gewandelt hätte. Jetzt bei den Mitte-Fraktionen, aber man weiss das halt einmal nie so genau. Und das Hauptargument, was bringt, das sieht gut aus, ja. Stopp UNO-Pakt. Also das Hauptargument, was bringt, ist ja jetzt, die Schweiz will im UNO-Sicherheitsrat teilnehmen. Genau. Und darum müssen sie da mitmachen. Und das zeigt ja genau, dass die Schweiz auf keinen Fall in dem UNO-Sicherheitsrat sollte mitmachen, wo am Schluss Neutralität aufs Gröbste verletzt wird und wir in Sachen gezogen werden, wo wir nicht gezogen werden wollen. Wenn ich jetzt Leserbriefe schreibe und mich ein bisschen bei einem Thema einlese und so, soll ich jetzt weiterhin auf dem Rahmenvertrag-Thema bleiben oder soll ich jetzt rasch in Richtung Migrationspakt gehen und dort mich bemühen um Online-Kommentare? Beides, ja. Volle Pulle. Ja. Am besten eine Woche warten und dann nochmal einen Leserbrief schicken zum anderen Thema. So, ja. Aber wir haben ein das Problem, mir kommt es so vor, alles ein bisschen handstreichartig für unseren Bundesrat. Mhm. Wir haben jetzt die Corona-Zeit, die schränkt uns ein, im öffentlichen Raum, wir können keine Veranstaltungen machen, wir können nicht auf die Straße. Und jetzt so handstreichartig kommt der Herr Gassis, er ist ja Außenminister für unserem Land und sagt, jetzt will ich den UNO-Migrationspakt gleich, weil ich will gut Kind spielen, damit ich den nächsten Jahr im Juni gewählt werde in den UNO-Sicherheitsrat. Also es passiert alles so handstreichartig, die Situation wird ausgenutzt, wo die
politische Mitwirkung eingeschränkt ist durch die Corona-Massnahmen. Und darum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also werdet aktiv auf Social Media, mit Lesebrief, mit Kommentaren. Ihr könnt ja auch bei den Medien oder kommentieren. Es ist so wichtig, dass man das jetzt macht. Und zwar zu beidem. Es ist noch beides nicht vom Tisch, oder? Was ist dein Einsatz, Lukas, gegen den Migrationspakt? Also in 2, 3, 4 Zielen? Ja, also das ist eben das Perfide an dem Migrationspakt. Wenn man jetzt alles durchliest, dann ist tatsächlich so, dass gerade sofort kein Gesetz müsste geändert werden in der Schweiz. Aber wenn der Migrationspakt mit dem Softlaw wird irgendwann, das ist bei mir schon eine Prüfungsfrage vor x Jahren an der Uni, das wird irgendwann verbindliches Recht. Weil irgendwann einigen sich dann die Staaten auf so einen Common Sense und der Common Sense könnte dann zum Beispiel sein, dass jedes europäische Land so und so viel 100'000 oder 10'000 Personen aus Afrika muss aufnehmen. Und dann gilt das, dann hast du den Vertrag unterzeichnet und dann ist das Softlaw nachher knallharte Fakten, die du dann nicht mehr kannst, dann noch mit dem Referendum stoppen, sondern dann musst du jetzt stoppen, das gar nicht erst unterzeichnen. Du gibst wie einfach Demokratie und die Entscheidungshoheit über die Migrationspolitik, die du delegieren an Tuno und gibst sie aus der Hand und das wollen wir nicht. Ja, also da möchte ich auch noch einhaken, schnell genau zu dem Thema. Also Softlaw ist aus meiner Sicht natürlich eine elegante, eigentlich müsste man sagen, Schlaumeier-Variante, um die Legislativen und Demokratie umgehen. Und es ist genau, also ich schließe mich dem an, ich sehe das genau auch so, wie es der Lukas sagt, es wird früher oder später dann eben Gesetz, aber es ist nie in einem normalen demokratischen Verfahren zum Gesetz geworden. Und darum ist es eigentlich, in dem Sinn ist es fast noch schlimmer als Bedrohung vom Rahmenvertrag, weil das läuft wenigstens noch über gesetzliche, demokratische, rechtsstaatliche Wege. Der Migrationspakt und all das Softlaw, das ist alles so zur Hintertür. Und ich denke, das wäre jetzt etwas, was man in den Leserbrief könnte sehr deutlich einmal formulieren. Die Hintertür-Schlaumeier-Variante. Das gefällt mir, Nicolai, nämlich wollte fragen, wie übersetzt sich Softlaw in unseren Dialekt? Und jetzt hast du mir das schon erzählt, oder? Also, wie wäre das im Ostschweizer Dialekt, Softlaw? Also, wie hast du gesagt, Nicolas? Schlaumeier. Schlaumeier. Ja, das ist eine Schlaumeier-Variante. Über die Hintertür können über die Leute bestimmen, weil man einfach die legislativen, demokratischen Prozesse umgeht, oder? Ja, um das geht es im Endeffekt wird es nachher die Wirkungen haben, sonst mich man es ja nicht. Ja. Es wird ja dann so da, ja, es ist ja nur Advisory, es ist ja nur ein Vorschlag, es ist ja nur eine Leitlinie, münd ja nicht. Aber 5 Jahre später ist es Gesetz, oder? Kommt uns ein Beispiel in Sinn von anderen Softlaws, wo die Leute im Nachhinein haben müssen feststellen, wir sind beschissen worden? Ja, die OECD, ich meine, der Finanzplatz, wenn man die OECD-Geschichte anschaut, hat man gesagt, ja, das sind nur Empfehlungen für eine bessere Welt und für eine bessere Wirtschaft, bessere Zusammenarbeit, bla 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 bla. Und schlussendlich, es muss nicht unbedingt direkt eine gesetzliche Auswirkung haben, aber es gibt Erpressermomente. Und ich könnte mich erinnern, die Schweiz ist in Sachen Finanzplatz nur erpresst worden, und zwar mit einer berühmten schwarzen Liste. Einfach die OECD-Mitglieder mehr eben so gesagt, ja, also Schweiz wird nicht spuren, direkte Demokratie hin und her, wird nicht spuren, tun wir euch auf die schwarze Liste und schikanieren wir euch. Und ich meine, ich sehe einfach das Bild, es ist ein bisschen abgetrostetes Bild, aber nicht einfach das trojanische Pferd. Es sieht wunderschön aus, es wird als Geschenk verpackt für eine bessere Welt, man will doch, dass allen Leuten gut geht, das bin ich auch. Aber dann schleppen wir das Ross rein in die Stadtmauern und irgendeines Tages bricht das ganze Zeug aus und dann haben wir die Serie. Das ist genau das gute Thema, das Geldwäscher-Thema. Das haben wir gerade letzte Woche wieder in der Rechtskommission gehabt. Das heisst offiziell, ja, das ist Softlaw. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, um überhaupt irgendetwas von diesen neuen Verschärfungen, die jetzt kommen, zu übernehmen. Aber wenn ihr es nicht macht, dann sind ihr nachher auf der schwarzen Liste und es würde im Finanzplatz massiv schaden. Und darum übernehmen jetzt alles.
Und es ist also vieles, wo einfach Bürokratie, dass jetzt neue Treuhänder dann müsste Bewilligung haben, was er bis heute nicht muss haben. Und wer kontrolliert dann da? Und ich frage mich dann vor allem, innerhalb von der EU gibt es ja auch Staaten, wo ich jetzt mal sage, wo der Finanzplatz weniger super ist als die Schweiz, sei da Malta, Zypern, gewisse Inseln da beim Nikolas oben. Wieso gilt dann für die das nicht? Aber das sind genau so Sachen, wo am Schluss die Kleinstaaten einschauen. Werner, wie sagst du? Königreich wären, oder wie ist das jetzt schon? Nein, ich habe eher so also Isle of Man oder Gibraltar oder was auch immer. Ja, Gibraltar ist dann nicht in der Nähe, Lukas. Ja, aber es ist ja euch ein Land, oder? Immer noch. Also ja. Euch ist der Briten. Werner, sagen wir auch noch schnell zu Soft Law im Lutherbrunnen hinten. Ein bandeutscher Ausdruck, der Soft Law besser erklärt. Oh. Jetzt ist der Werder weg, ja? Ja, es ist bildlich. Ja, hören die Leute. Ich meine, wir machen weiter. Werner, bist du da? Bist du da? Ja. Wie sagen die Lutherbrunner, wie würden die Lutherbrunner dem Wort sagen? Soft Law. Oh, das ist eine gute Frage. Wir müssen mal eine Marktforschung machen. Also. Nächstes Mal, gibt es noch einen originellen Ausdruck, oder? So zur Situation allgemein, die Wahrnehmung der Demokratie in Europa. Wie könnte man die Demokratie in Europa verbessern? Das ist der Helmut Bitschnau, der das fragt. Und er fragt eigentlich, ja, was könnten denn wir in der Schweiz dazu beitragen, dass die Demokratie in Europa besser wird? Wenn wir unsere direkte Demokratie Sorge haben, weil das ist weltweit, und der Lukas und Herr Sitter können das sehr viel bestätigen, weltweit wird die direkte Demokratie sehr angesehen. Da kommen wir auch Lob über. Und die Schweiz wird ja immer als Beispiel angebracht für die demokratische Partizipation der Leute. Oder? Wir müssen dem Sorge haben, dann bleiben wir Vorbild. Aber ich mache mir keine Illusion, dass jetzt die Europäische Kommission unsere Vorlage übernimmt. Es ist auch an sich auch nachvollziehbar. Ich meine, ihr könnt dem zentralistischen Frankreich nicht eine direkte Demokratie aufzwingen. Und Deutschland hat ja dermaßen ein traumatisches Verhältnis mit der Demokratie. Also, die hat das immer noch nicht überwunden. Die sind immer noch in der Weimarer Republik wie im Horror. Also, wenn der Herr Laschet, das ist jetzt der neue CDU, Parteipräsident, wenn er den verfolgt hat, der Medien und gesagt hat, dass eine direkte Demokratie um Himmels Willen nie, weil die Politik ist viel zu komplex. Das kann der Bürger, die Bürgerin auf der Straße nie beantworten. Das ist so ein Abwehrreflex. Also da mache ich mir keine Illusionen, dass wir in der EU da Fortschritte machen. Und ihr merkt, ihr seht ja, die Europäische Union hat seit dem Lissabonner Vertrag absolut keinen Millimeter Fortschritt gemacht in Sachen Demokratisierung, obwohl es eigentlich abgerangert wird, aber keinen einzigen Schritt. Wenn die Wahl von der Frau von der Leyen, das war ja demokratisch gesehen eine absolute Farce gewesen, oder? Das hat der Macron eingefädelt und das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun. Aber nochmal, bitte haben der schweizerische direkte Demokratie Sorge, dann leuchtet sie raus und wer weiß, vielleicht Schritt um Schritt haben wir eine Chance, dass die politische Partizipation der Leute eine Chance bekommt. Also vielleicht, der Helmut ist ja, glaube ich, aus Österreich und ist mal bei mir im Bundeshaus gewesen, also ein lieber Gruß an ihn. Und in Österreich finde ich es einfach immer spannend, wie vor der Wahl alle Parteien, von links bis rechts, hat jede im Programm rein, wir wollen Volksabstimmungen verbindliche einführen. Zwar zum Teil mit krassen, also 600'000, 800'000 Unterschriften, aber immerhin. Nur eine von diesen Parteien kommt ja immer an die Macht und bis jetzt hat es einfach noch keine umgesetzt nachher ihres Wahlversprechen. Also das ich hoffe immer noch, dass das mal passiert, weil es würde auch ein bisschen den Druck von der Schweiz wegnehmen, wenn es mehr Länder gäbe mit direkter Demokratie, wo das Volk mehr zu sagen hätte. Und die Entwicklung verfolge ich natürlich schon, aber ich mache mir da auch keine Illusionen, dass jetzt zum Beispiel Frankreich nicht direkte Demokratie führen in dieser Form, das ist mir auch klar. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, ein Schweizer stimmt im Jahr gleich oft ab und wählt gleich oft wie ein Engländer sein ganzes Leben. Und das ist schon eindrücklich, die Zahlen, oder? Nicola, die Briten eigentlich die Schweizer beneiden um unsere direkte Demokratie?
Es ruckt gerade ein bisschen. Jetzt ist irgendwie die Verbindung nicht mehr. Wir sind gerade geblieben stecken. He? Unter dem Kanal durch irgendwie. Komm, wir machen noch das letzte Thema, die Abstimmungen. Ich höre dich. Ja. Ich höre dich, ja. Aber jetzt bist du wieder da, gell, Nicola? Ja, super. Nicola, ich wollte dich schnell noch fragen, die Briten uns Schweizer beneiden um unsere direkte Demokratie oder nehmen sie es schon gar nicht wahr oder nur die, die wirklich genau wirklich die grossen Freiheitsfreunde, wie ist das so? Ich denke schon, dass es viele gar nicht wissen. Mhm. Aber der politisch Interessierte, das ist sicher etwas, was positiv hervorgehoben wird über die Schweiz. Und ich kann dem Herrn Gartenmann nur beipflichten, was er gesagt hat zu der Antwort auf die Frage, was können wir machen. Also ich finde, wenn die Schweiz sich der direkten Demokratie schaut, dann macht sie das Richtige und dann macht sie das, was sie machen muss und macht sie auch etwas für Europa. Ich finde, das ist absolut die richtige Antwort gewesen. Ich könnte es nicht besser sagen. Mhm. Merci. Ja, Entschuldigung. Es ist mir eben nicht gescheit, dass in den Sinn gekommen. Am 7. März, noch 3 Wochen. Und dann sind wir wieder mal direkte Demokratie real am Durchziehen. Und da ist eine Vorlage ist interessant, wo ich noch ein bisschen aufgreifen möchte, das Abkommen mit Indonesien. Und dort kommt das Wort EFTA vor. Das Wort EFTA liest man schon gar nicht mehr so oft. Jetzt haben wir es wieder mal auf dem Tisch. Was ist das schon wieder genau, Lukas? Die EFTA. Die EFTA ist die European Free Trade Association. Das ist Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Und das ist an sich ein Erfolg. Das ist ursprünglich von den Briten gegründet worden, wo als Alternative zur EU, wo sie nicht in die EU haben wollen. Und wir haben jetzt auch den Briten angeboten, sie sollen doch wieder in die EFTA kommen, weil das die EFTA natürlich würde stärken mit einem Land mehr dabei. Und die EFTA hat mehr Freihandelsverträge mit der ganzen Welt als die Europäische Union und trägt damit natürlich auch zum Erfolg von Norwegen, Liechtenstein, Island und der Schweiz bei. Und jetzt verstehe ich es richtig, jetzt würde Indonesien auch in die EFTA reinkommen? Ist das? Nein. Es wäre ein weiteres Freihandelsabkommen, wie es schon etwa 170 gibt zwischen der Schweiz und Indonesien. Da gibt es eben noch keins. Ja. Also noch schnell zum EFTA. Nicola, werden die Briten kommen ins EFTA? Ist ja attraktiv jetzt, oder? Ich gehöre da relativ wenig zu dem Thema. Das war schon mal eine Idee gewesen, den Brexit so zu gestalten. Aber das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Mhm. Also jetzt, wo der Brexit ja eine Art auch durch ist. Mhm. Nein, ich glaube, die Briten schauen auf ihre Commonwealth. Die schauen auf die anderen grossen Handelsräume wie im Pazifik. Aber gut, ausgeschlossen ist es nicht. Also ich bin vor ein paar Wochen, also letzte Session, mal bei der Botschafterin in Bern vom Vereinigten Königreich und habe dann gefragt, wieso haben wir eigentlich nicht die EFTA. Und sie hat dann gesagt, all die Freihandelsabkommen, die diese 4 Länder mit der ganzen Welt haben, da hätten sie nicht einfach können. Durch einen Beitritt zu der EFTA hätten sie die gehabt, sondern sie hätten trotzdem alle müssen separat aushandeln. Und dann ist es natürlich schon nicht gleich attraktiv, wie wenn du kannst beitreten kannst. Das würde gerade für dich auch gelten. Und die EU hat nicht so Freude an der EFTA, oder? Hat die EU Freude an der EFTA? Das ist natürlich wie ein Alternativmodell, was sich aber beschränkt auf rein wirtschaftlichen Handel und eben den ganz politischen und militärischen Teil. Weglässt. Und darum finde ich die EFTA sehr wertvoll. Das Indonesien-Abkommen, Werner, kannst du uns das schnell erklären? Und was wirst du auf den Zettel schreiben, Werner? Es ist ein Freihandelsabkommen. Was sicher neu ist in der heutigen Zeit, ist, dass man den Nachhaltigkeitsgedanken hineinbringt, Arbeitsschutz, rechtliche Sachen, Ökologie, Klimaschutz. Das ist alles reingekommen. Sonst ist es eigentlich ein klassisches Freihandelsabkommen. Indonesien ist ein riesiger Markt, man unterschätzt das Land. Es hat über 260 Millionen Leute. Und ich persönlich als Schweizer Bürger, ich bin für jedes Freihandelsabkommen, weil das spricht mir aus dem Herzen. Die Schweiz ist ein Exportland, wir sind neutral. Das ermöglicht uns auch, mit anderen Ländern zu handeln. Das muss im Vordergrund stehen. Ich bin immer noch der Meinung,
Handel treiben mit den Ländern? Ist die bessere Friedenspolitik, als wir mit dem Schulmeisterfinger und mit Menschenrechtsbüchlein hinten nachher zu trampen? Also ich würde ja stimmen. Es gibt da eine gewisse Auseinandersetzung wegen dem berühmten Palmöl. Aber wenn man die Mengen von Palmöl anschaut, also das sind sehr geringe Mengen und wegen dem wird die Welt nicht untergehen wegen diesem Palmöl. Das wird auch nicht zunehmen. Und ja, als eingangs gesagt, man hat wirklich auch Nachhaltigkeitsanliegen in diesem Abkommen drin, dass man dort ehrlich mit gutem Gewissen kann sagen, das ist ein vernünftiges Abkommen, das ist für die EFTA, also das Abkommen wird ja zwischen der EFTA und Indonesien abgeschlossen, somit eben auch mit der Schweiz, das ist eine gute Sache, das eröffnet uns einen riesen Markt von 260 Millionen Leuten und wir müssen auch schauen, dass wir ein bisschen aus dem EU-Binnenmarkt mit da rauskommen. Das heisst nicht, dass wir den EU-Binnenmarkt können ersetzen können, aber wir müssen die Abhängigkeit ein bisschen lockerer machen. Und darum würde ich empfehlen, als normaler Schweizer Bürger, ich würde jetzt dem Freihandelsabkommen zustimmen. Es ist auch das erste Mal, dass wir über so ein Freihandelsabkommen abstimmen können. Ich finde es eine tolle Sache. Ja, ich würde dem zustimmen. Du, Downs, dass es ja klar ist, wenn Downs selber wirklich ihre Initiative drin ist, gibt sie ganz klar raus, stimmt ja oder stimmt nein, liebe Leute. Aber jetzt haben wir drei Vorlagen da am 7. März und es soll jeder selber überlegen oder hat da uns Empfehlungen oder würde jetzt bei euch drei einen Streit losgehen bei einem von diesen Vorlagen? Tut ihr im Vorstand manchmal einen Kopf einschlagen? Wie ist das eigentlich so genau? Wir haben es. Im Vorstand. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade bei dieser Vorlage nicht alle gleicher Meinung. Zu Indonesien, aber das ist ja auch gut so. Ich meine, der Downs ist keine Diktatur und hat überall eine Linie. Bei den grossen Punkten, dass die Schweiz nicht in die EU geht, dass die Unabhängigkeit bleibt, dort natürlich schon. Und ich meinte, ich muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich meinte, also bei den Verhüllungsverbotsinitiativen empfehlen wir auch offiziell ein Ja. Ich bin ja dort im Initiativkomitee und von Anfang an Unterstützer gewesen von dem und finde es doch ein wichtiges Anliegen, gerade auch im Kampf gegen die Islamisierung. Aber habt ihr auch wegen dem Verhüllungsverbot im Vorstand diskutiert? Also es ist sicher kein Kernthema für ja. Downs, weil es ist ja an sich eine innenpolitische Frage, ob du im eigenen Land Burka und Vollverhüllung zulässt oder nicht. Aber Sympathien sind dort sicher gross im Vorstand für die Initiative. Mhm. Es entspricht unserem Wesen. Wir sind für eine freiheitliche Gesellschaft, wir sind für ein freiheitliches Land, für eine liberale Gesellschaft. Und darum, das ist der Gedanke voran. Und darum kann ich da, wie der Präsident sagt, es ist kein Kernthema mehr. Zwar dem die Unterschriftensammlung unterstützt, wie wir auch gesagt haben, ist auch eine Solidaritätsfrage, eine direkte Demokratiefrage. Wenn da so Zeug eingeführt wird, da, und am Schluss haben wir noch die Scharia auch noch offiziell und Zeug und Geschichten, das wollen wir nicht, das geht nicht. Und darum sind wir uns da hundertprozentig einig. Ja, wenn irgendjemand will nach Scharia leben und vier Frauen heiraten und alle wegsperren und verschleiern, soll es machen, aber nicht hier in der Schweiz. Hier, genau. Ganz genau. So, Werner, Lukas, Nicola, wir haben fixe, definierte Themenkreise gehabt, eine kleine, kurze Abschlussrunde. Was ist noch so in den letzten Wochen noch so... Was habt ihr beobachtet zum Thema EU, zum Thema Freiheit, freie Rede, Eigenständigkeit? Ist euch etwas aufgefallen? Habt ihr uns noch einen Zeitungsartikel rausgeschnipselt, den ihr in die Kamera strecken könnt? Gibt es noch ein paar Kommentare, gerade zu den letzten Tagen? Also aus mir persönlich, das ist nicht gerade das EU-Thema. Oder ist jetzt die Verbindung wieder eingebrochen? Ja, es stockt, aber du bist drauf. Das ist eigentlich gut. Jawohl, ja. Also ich habe nur kurz, wir haben noch kurz vorher bei der UNO geredet, dort ist mir einfach noch hängen geblieben. Man sollte vielleicht schon noch wieder mal darauf zurückkommen, woher der Sicherheitsrat historisch kommt, dass das eine sowjetische Schlagseite hat. Das hat man vergessen. Und das wäre natürlich auch etwas, wo Leserbrief könnten aufnehmen. Und kürzlich, jetzt weiss ich nicht, über mich noch gehört. Es sieht jetzt alles aus, als wäre er eingefroren. Nein.
Wir hören dich. Ja, also ich meine, ja, freie Rede, da kommt natürlich sehr viel auf. Also ich meine, was da was an Zensur läuft im Moment, vielleicht mehr Übersee, also in den USA als hier, ist sehr beunruhigend, ja. Aber da, da glaube ich, haben wir mehr als 5 Minuten, wo man müsste darüber ja diskutieren. Das kommt das nächste Mal vielleicht. He? Lukas? Also gut, da gesehen, ich würde gerne einmal darüber diskutieren. So ganze Situation China und so. Wenn jetzt fragst nach aktuellen Dingen, mir ist die Kampagne da, sieht man nicht. Nein, nein. Okay, schnell. Die Kampagne ist fragdenstaat.de. Und da ist die Kampagne Blackbox EU Transparente Triloge statt geheime Gesetze. Und die sagen, dass die ganze ist eine Kampagne von EU-Kritik innerhalb von der EU. Und sie stört, dass die ganzen Gesetze nicht im Parlament gemacht werden, sondern in informellen, intransparenten Treffen, den sogenannten Trilogen. Und eins von diesen informellen Treffen ist natürlich auch die Verhandlung zum Rahmenabkommen. Und sie rufen jetzt die Bevölkerung auf, man soll die zentralen Dokumente nach Öffentlichkeitsgesetz rausverlangen. Und ich habe jetzt mal so eine Anfrage gemacht zu diesen Verhandlungen Rahmenabkommen, weil da wird mir ja immer im Ungewissen klar, was da genau verhandelt wird. Und da könnte also jede Bürgerin und jeder Bürger auch so eine Anfrage stellen. Also auf fragdenstaat.de könnte man da mitmachen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr Informationen über die Verhandlungen an. Und als allerletztes, was ich hoffe, dass wir mehr so alles können machen, wie der jetzt geht, weil es tut der Politik nicht gut, wenn sie keinen Kontakt mehr mit dem Volk hat. Und im Moment, ich glaube, habe ich als Politiker noch nie so wenig Kontakt gehabt, weil es findet fast kein Anlass statt. Das ist, du bist ja nicht mehr einfach so auf der Straße, darfst du ja nicht mehr. Darum müssen wir umso mehr, dass die Form von Kommunikation stärken. Werden wir jetzt, das war ein guter Start gewesen heute. Werner, deine Beobachtungen? Ja, es ist nicht direkt etwas mit der EU zu tun. Es gibt ja noch die USA, wir haben einen neuen Präsidenten, der mit viel Jubel, ich bin eigentlich überrascht, dass er noch nicht den Friedensnobelpreis hat bekommen, wie dem Alter Obama. Aber was mich so sehr irritiert hat, ist die Meldung gewesen. Es ist ja bekannt, dass die Russen ab und zu mit ihren Flugzeugen sich nicht so an die internationalen Gepflogenheiten halten. Der Herr Biden hat jetzt reagiert und hat eben das Flugzeug geschickt. Das ist ein strategischer Bombe, die B1, schickt die nach Norwegen als Warnung und als Abstreckung an Moskau. Zwei Hinweise, also nehmen an, dass sich Moskau nicht beeindrucken lässt. Und zweitens frage ich mich, wie nicht Joe Biden, der so aufgejubelt wurde, sind keine Kriegsgurken, so ausgerechnet Bomber schickt als Abschreckung gegenüber Moskau. Also ich habe das so verstanden, mit einem bescheidenen militärischen Sachverstand, wenn man, das macht ja die Schweizer Luftwaffe auch, wenn man Eindringling hat, so, dann schickt man eigentlich Jagdflugzeuge auf. Aber nein, der Herr Biden schickt strategische Bomber nach Norwegen. Und wenn er jetzt den Friedensnobelpreis nicht überkommt, dann frage ich mich. Aber es zeigt doch einfach, wie naiv und wie einseitig unsere Medien unterwegs sind. Der Biden wird aufgejubelt. Und zu dieser Meldung, das war eine ganz kleine Meldung da mit diesen Bomben. Das ist überhaupt nie ein Thema. Aber wenn der wahrscheinlich irgendwie wieder einen Trump-Erlass aufhebt oder so, Klimaschutz oder Gender oder weiss der Kuckuck was, wird wieder ein riesen Aufstieg kommen. Endlich haben wir das Ekel Donald weg. Das war so ein bisschen mein Highlight von dieser Woche, die Bombe vom Herrn Biden nach Norwegen. Es ist eindeutig wichtig, dass wir uns breit informieren und nicht einfach die erstbeste Zeitung, die wir bekommen, der trauen, sondern breit informieren. Ein Element. Wenn ihr euch fragt, wer der Tom ist, dann kann er vielleicht auch noch etwas schnell sagen. Genau. Er macht für uns die Webseite, schreibt auch immer Artikel im Blog. Aber am besten sagst du noch etwas. Genau. Wir sind fertig. Wir haben ungefähr gedacht, eine Stunde und jetzt sind wir eigentlich nachher. Es ist die Premiere und sie geht schon weiter nächsten Freitag. Wir haben eigentlich so ein bisschen grob durchgedacht, dass wir alle 2 Wochen, also 2-mal pro Monat, machen wir diesen Wortwechsel. Und wir sind noch ein bisschen am Hören und am Schauen, ob wir jetzt am Freitag, ob wir jetzt am 17 Uhr oder 17.30 Uhr oder so machen. Ihr müsst euch einfach auf der Website auns.ch jeweils informieren, wenn das nächste Mal drankommt. Oder auch kommentieren, wenn ihr es gut findet. Genau,
Genau, jetzt habt ihr auf dem E-Mail wortwechsel@ounce.ch oder auf unserer Facebook-Seite könnt ihr einfach kommentieren. Es nimmt uns wirklich Wunder und seid ganz offen und ehrlich und gerade raus sagt und macht vielleicht auch Vorschläge, auch Themenvorschläge, alles willkommen. Eben, ich bin der Tom Meyer, ich bin hier zu Belp. Ich bin selbstständiger Medienmacher und darf für Downs die Website machen. Und ich habe mich vor allem sehr gefreut auf die Debatte hier, auf die Diskussion. Ich bin sehr froh, hat die Technik geklappt. Ich freue mich, euch und eure Kollegen und Verwandten und das Götti-Mädchen und das Grosse in der Woche hier wieder zu sehen. Wir haben interessante Leute in der Woche schon zugesagt. Das ist Camille Lotte und Stephanie Gartenmann. Zwei junge Frauen, wo vielleicht mehr Zukunft noch vor sich haben als wir und wo vielleicht gewisse Sichtweisen noch etwas anders sehen. Und das wird sicher spannend. Wir werden nächste Woche über neue Themen reden, vielleicht auch ein bisschen über die gleichen. Lasst euch überraschen. Wir müssen dranbleiben, wir müssen unsere Stimme verschaffen, wir müssen Leserbriefe schreiben, wir müssen laut werden. Alle anderen sind auch sehr laut und dann müssen wir laut werden. Für Freiheit, für Eigenständigkeit, Neutralität, direkte Demokratie. Das ist uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis vielleicht nächsten Freitag wieder. Ade miteinander. Schönen Abend. Ade miteinander. Merci. Grüße in die Schweiz. Wieder schauen. Bye bye.